derselben Startaufstellung wie zuletzt gegen Osnabrück. Das Wetter ist so lala, der Auftritt der Mannheimer in der Anfangsphase ist richtig super. Duisburg mit dem Versuch des Spielaufbaus. Der Platz war so schmierig, glaubt mir. Richtig gut. Duisburg mit dem Versuch des Spielaufbaus. Mannheim passt gut auf. Das ist Höger. Ganz, 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 ganz krass. Laufweg, Ball unglaublich, finde ich, für mich. Auf Dominik Martinovic. Macht Dumme unglaublich geil fest. Der sieht und findet Ball, Schockgesell, Abschluss, super. Fünfte Minute und schon ist den mitgereisten Waldhof-Fans das brutal gespielt. Aus der Balleroberung direkt weiter nach vorne gespielt. Högi, geiler Ball in die Tiefe. Domme macht den unglaublich fest. Schnatti schließt ihn stark ab. Schmuddelwetter komplett egal. Und er hat's gemacht, Marc Schnatterer. Fünftes Saisontor. Vor einer Woche ist er 36 Jahre alt geworden. Von einer nahenden Fußballrente ist bei ihm mal überhaupt nichts zu spüren. Der Mann hat noch richtig Bock und Duisburg hat große defensive Probleme. Nein, es ist schlecht, ne? Tor Nummer 28 in dieser Saison. Nach einer guten Viertelstunde entdeckt dann auch der MSV Duisburg das eigene Offensivspiel. Ademi gegen Höger. Kein Real Talk. Ich habe nichts gegen diesen Ademi, aber dieser Ademi hat sehr übertrieben, was Elfmeter anging. Er war sehr, sehr clever. Er war sehr, sehr clever, weil das waren immer so heiklige Szenen im 16er. Versteht ihr, was ich meine? Aber sagt Schiedsrichter. Und das ist in meinen Augen korrekt so entschieden. Ich schwöre es euch, es war gar kein Elfmeter. Hier, guckt's euch an. Das ist nach der guten Aktion von Ademi ein normaler Zweikampf zwischen ihm und Höger. Ademi macht dann am Ende mehr draus, als es eigentlich ist. Ernst, kein Elfmeter. Ernst sogar. Auch als Duisburg-Fan muss man einfach das neutral im fußballerischen Bild sehen, war kein Elfmeter. Nämlich war es los am Freitagabend in Duisburg und der MSV leistet sich weiter zu viele Fehler im Spiel nach vorne. Digga, guck mal hier. Wisst ihr, was an der Aktion so krass ist? Okay, hier verpasst vielleicht Kosti das Abspiel auf Domme. Ihr seht Domme jetzt nicht genau da, wo Domme ist, ist meine Cam. Marcel Kosti wird nicht angegriffen. Das hat und mit jetzt macht er ein Power-Dribbling zu tun und das wird bestraft. 0-2. Und das ist dann wirklich ein Tor, was entsteht, wenn du einen Willen hast. Erstes Saisontor von Marcel Kostli, der für seinen Premierentreffer in dieser Saison gleich mal vom kompletten Team geherzt wird. Aber was bitte macht Duisburg in dieser Szene? Stoppelkamp lässt Kostli einfach laufen. Die Abwehr bewegt sich nur rückwärts statt in Richtung Ball. Am Ende fälscht Stierlin noch unglücklich ab. Mannheim führt mit 2-0. Geil. Läuft bislang überhaupt nicht für Hagen Schmidt und sein Team. Dann die 24. Minute. Hey, Stoppelkamp schießt so kranke Freistöße, das glaubt ihr gar nicht. Platz war wirklich nicht gut. Also wirklich, ohne jetzt jemanden da an die Tür zu fronten. Platz war nicht gut. Fertig. Freistoß MSV, gute Position für Moritz Stoppelkamp. Der Ball küsst ganz leicht den Querball. Patrick Glöckner, dem Waldhof-Trainer, bleibt nicht verborgen, dass Duisburg stärker wird. Knappe halbe Stunde rum. Frei etwas schneller als Höger. Er ist erstmal Verlat dazwischen, aber es gibt den nächsten Anlauf. Ajani mit viel Platz bedient Buhadus, der Anschlusstreffer. Wir hatten heute Videoanalyse und glaubt mir, man hätte das Tor zu 100% verhindern können. Gegner spielt natürlich auch mit. Aber am Ende macht das Buadus richtig krass. Der ehemalige Sandhäuser bringt Duisburg zurück ins Spiel. Das ist mal zielstrebig. Das ist mal konzentriert zu Ende gespielt. Ajani serviert perfekt für Buadus. Es ist ein spektakuläres Freitagabendspiel in der dritten. Und Duisburg will mehr.
hat sich nach den beiden Gegentreffern geschüttelt. Das haben die so krass ausgespielt, das glaubt ihr gerade gar nicht. Und neues Selbstbewusstsein getankt. Guckt mal, wie krass sie das spielen. Wieder der auffällige Ademi. Achso, nicht die Aktion. Verteidigt Cello einfach. Gegen Seger. Der Mannheimer Kapitän entscheidend dazwischen. Und dann mit deutlichen Worten in Richtung seiner Kollegen. Das geht auf Dauer nicht gut. Das Team von Hagen Schmidt gewinnt mehr Zweikämpfe und fordert kurz vor der Pause einen Handelfmeter. Den gibt es zu Recht nicht. Die breite Brust von Niklas Sommer blockt den Kopfball. Das war der größte Skandal, dass da Hand gefordert wurde. Ball von Stoppel. Das spielen sie krass, Chat. Das spielen sie krass. Noch immer nicht Pause. Und noch immer drückt und drängt der Tabellen 18. Ademi auf Buhadus dickes Ding. Haben sie super gespielt. Unser Keeper hält den auch pervers. Also Timo hält den auch super, ne? Die Riesenchance zum Ausgleich. Timo Königsmann mit einer sensationellen Reaktion. Dann aber eine schlechte Nachricht aus meiner Sicht. Marco Höger muss noch vor dem Halbzeitpfiff verletzt raus, wird Gott sei Dank hier so nicht von einem Bierbecher so aus dem Spielblock getroffen. Ein unschönes Ende einer sportlich höchst attraktiven ersten Hälfte. So ein Högi ist so ein Macher. Die zweite Hälfte. Ballverlust Duisburg, das kennen wir noch aus der anderen. Krass. Schaut mal, Joe. Uyamba. Ja, ja. Auf Martinovic Weinke. In dem Moment war ich so sauer auf Domme, ihr glaubt das gar nicht. War nicht leicht, ich finde, der war nicht leicht, aber ich sehe das hinten rechts, ich bin auf meiner Position, ich denke mir, boah, Schnatti, geile Balleroberung, Joe, geiler Tiefenlauf, leg den Ball jetzt nur noch quer. Ich sehe Domme, weiß ich nicht, Bratte. Polako, Schuss antäuschen, reinschieben. Kauf grandios. Der MSV-Keeper verhindert das 1:3 und es läuft schon der Gegenangriff. Mannheim aufgerückt, das bietet Platz für den MSV. In der Mitte wartet mal wieder Ademi und mal wieder kommt er zu Fall. Und mal wieder... Ich schwöre, Ademi hat übertrieben. ...ist die Entscheidung korrekt. Kein Strafstoß. Segert trifft Ademi nicht, der fällt trotzdem. Guck mal. Muss wirklich nicht sein. Genau. Brutal abgezockt, aber auch brutal frech. Muss nicht sein. Der Ballverlust zuvor von Fälscher. Marc Schnatterer mit all seiner Routine. Er und Boyamba machen alles richtig. Weinkauf und Duisburger Tor. Aber auf. Und der MSV-Schlussmann leitet. Wisst ihr, was ja gerade gesagt wurde? Ich lege wieder ein paar Insider, ich habe ja gar kein Problem. Sollen wir Willi einen Sturm tun? Meint unser Co-Trainer so, nee. Und der MSV-Schlussmann leitet den nächsten Angriff an. Der SV Waldhof führt noch mit 2:1 und sehnt sich nach dem ersten Auswärtssieg seit Mitte August. Damals gab es ein 3:2 in Köln. Königsmann pariert gegen den eingewechselten Britschka. Mieslich gefährlich. Mieslich. Am vergangenen Sonntag lieferten Mannheim und Osnabrück schon ein Spektakel. 3:3. Schuss war ehrlich nicht gefährlich. Bei der Endstand. Und heute in Duisburg ist es nicht minder unterhaltsam. 20 Minuten. Boyamba. Auf Kostli. Guck mal. No! Immer noch Marcel Kostli. Butterweich auf Martinovic. Boah. In Osnabrück noch dreifacher Torschütze in dieser Partie. Bislang glücklos im Abschluss. Nee, super Abschluss. 10 Minuten noch. Beim SV Waldhof sind Lebeau und Russo bereits frisch in die Partie gekommen und Duisburg schwinden so langsam die Kräfte. Boyamba mit einer Menge Platz. Kann sich ganz in Ruhe. Brutal wieder. Wieder brutal. Wieder brutal. Überlegen, was er macht, hat den Blick für den Rückraum. Dort steht Dominik Martinovic, die Entscheidung. Jetzt hat er doch noch sein Tor und was für eins. 8. Saisontreffer von Dominik Martinovic. Er ist richtig gut in Form. Waldhof Mannheim macht aktuell richtig Spaß. Am Sonntag reichte es mit 3 eigenen Toren nicht zum Sieg. Das ist an diesem Abend. Schwacher Fuß, ne? Weiß er aber selber nicht. Wissen wir alle.
Weiß er selbst. Anders Düspel hat sich durch eigene Fehler das Leben schwer gemacht und konnte sich dann für einen großen Kampf nicht belohnen. Die Situation im Tabellenkeller wird nicht einfacher. Auf der anderen Seite freut sich Waldhof Mannheim über den ersten Auswärtssieg seit 3 Monaten. Zumindest für eine Nacht ist Mannheim Tabellendritter. Wenn irgendein neues YouTube-Video rauskommt von mir, Sydney oder Eli, spammt einfach die Kommentare voll. Und selbst wenn es einfach mal von euch ein ist, hab heute schlecht geschlafen, hey, bin gerade kacken und schau das Video, hey, mir geht's heute gut. Einfach mal voll spammen, nee, nicht so krrrk. Einfach auch mal sagen, hey, einfach mal so tun, als ob du da eine Unterführung, Unterhaltung hast.